keinen Bock mehr zum Wandern, dann liegt es möglicherweise daran, dass er da festgenagelt worden ist, der Bock. Hallo und willkommen im Baden. Dass ich gerade dabei bin, wer es wisst, es ist ein neuer Tag angebrochen. Wir sind also wieder nach Baden mit der Bahn angereist und wir machen uns jetzt nach 15 Kilometern weiter auf unsere Reise entlang vom Beethoven-Wanderweg. Ja, und dann nehmen wir gleich mal mit. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, dass wir uns da Kilometer für Kilometer weiter sitzen. Der Arthur Schnitzler Park. Ja, sonntags um 8.30 Uhr in der Fußgängerzone in Baden ist deutlich weniger los als Samstagnachmittags. Das ist der große Vorteil. Das ist cool da oben. Um diese Lauffahranstaltung da zu umgehen und den ganzen Wirbel, sind wir jetzt ein bisschen von der geplanten Route abgewichen. Wir kommen aber trotzdem in Richtung des Helenentals und dann weiter zur Ruine Reuneck. Aber ich habe einmal mit Asrael darüber gerätselt, wo der Wanderweg 42 ist. Und wir gesagt haben, die haben immer die ganzen 42er-Schüttel geklaut, weil das eine berühmte Zahl ist. Und, naja, jetzt wissen wir. Das ist ja immer noch brav blau markiert. Und die Markierung lässt nicht locker, schau. Ja. Also, da jetzt nicht mehr den blauen Weg folgen, hat der Lindkogel über Jäger aus falsch. Geradeaus weiter. So durch geht's unter dem Aquädukt von der Wien-Hochkohlwasserleitung. Da ragt sie auf, die Ruine Raueneck. Wenn wir jetzt einen kurzen Besuch abstatten. So, da schau wieder ein 40er Schild. Ja, sind wir wieder da. Sind wir wieder da, genau. Ein monumentales Denkmal. Woran denkt man da? So ist über Beethoven-Rundwanderweg, Königshöhle über Ruine Rauneck, oder Lindkogel über Augustinerhütte auf Beethoven-Rundwanderweg, da siehst du auch wieder, wie viele Varianten es da davon gibt. Ne? Wer meine Videos kennt, wird wissen, wir befinden uns auf bekanntem Terrain. Da sind wir nämlich schon mal gewesen im Abstieg auf dem Wienerwald-Weitwanderweg. Da sind wir von Reuneck heruntergekommen. Ja, was man da auf den ersten Blick für Felsen halten könnte, sind schon die Mauern von der Ruine Raueneck. Ja, betreten auf eigene Gefahr. Kann man betreten, habe ich allerdings schon mal gemacht und auch schon mal auf YouTube gezeigt. Drum lassen wir das heute aus. Also wer die Ruine Raueneck sehen will, schaut sich bitte das verlinkte Video vom Wienerwald Weitwanderweg an. Da findet man dann auch, wie es da drinnen ausschaut. Da weiter in Richtung der Königshöhle. Das haben wir erst 1877. Naja, da wird es sich nicht ausgehen, dass man bei der Königshöhle schon die 20 haben.
jetzt aktuell nicht, sonderlich viele Wanderer. Gegen Mittag und gegen Nachmittag wird es sich da wieder abspülen. Schauen wir mal, ob wir zumindest einen freien Platz in der Eisdiele bekommen. Und schon reif. Dirndln werden offensichtlich auch schon reif, ne? Gut. Die Königshöhle. Das ist für mich der Königstorbogen. Cholera-Kapelle, hoher Lindkugel über Jägerhaus. 04, schau, da haben sie uns jetzt tatsächlich 40er umgedreht. Also wir gehen jetzt da auf, aber nicht über den Hohen Lindkugel. Forstwirtschaftliche Brachialromantik mal wieder. Ja, schau, Jägerhaus ist da angeschrieben. Und der Wegweiser wird vom Baum gefressen. Stopp! Quietsch! 20 Kilometer sind geschafft, lieber Bella. Das müssen wir jetzt auch präsentieren, oder? Die Uhr beweist es, 20 Kilometer. Also, wer kann da diesem Lächeln widerstehen? Wir haben also die 20 geschafft. Ja, und jetzt geht's weiter. 25, 30 und keine Grenzen, oder? Ja, dass der Bella und ich überhaupt gemeinsam unterwegs sein können heute und auch gestern, ist eh ein Wunder, weil der arme Bella hat nämlich nach einem Eingriff am Kiefer nicht die Möglichkeit, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und da ist dann eine Ausdauerleistung natürlich schon ein bisschen ein Problem. Also es geht ja bekanntlich nicht um die Kilometer, sondern um den Spirit. Und den haben wir ja wohl gezeigt. So, jetzt sind wir gleich oben, jetzt wollen wir dann eine kurze Rast machen. Ha? Ja. Beim Jägerhaus hat man was zum Essen gekriegt. Aber inzwischen gibt es da weder einen Jäger noch was zum Essen, noch, naja, ein Haus gibt es gerade noch. Schaut aber ein Bankerl. Das nehmen wir, oder? Aussichtsbankerl ist es da nicht gerade, gell? Nein, ja, Waldbankerl. Ja, Waldbankerl, nicht einmal Wald- und Wiesenbankerl. Und lieber Bella, bist du voller Tatendrang? Ja. Gut. Auf vom Bankerl. Verlassen wir das Bankerl und gehen wir in Richtung Jägerhaus. Da dieser Duft, gell, den kann man irgendwie in YouTube leider nicht wiedergeben, aber die Kiefern, das riecht schon gut. Ja. 04 und 404, was da steht, ist eigentlich redundant, wenn da eine dreistellige Zahl ist. Ja. Dann ist die erste immer die Gebirgsgruppe. Und die 04, die hinter dem 404 stehen, ja, sind dann zwangsläufig die 04 von einem lokalen Wanderweg, weißt du? Beethovenweg ist das ja auch da, ne? Ja, richtig, deswegen sollte man da auch nicht 04, sondern 40 hinschreiben. Also wenn ich 404 wo stehe habe, ist das immer auch der 04er, ne? Es ist nämlich nur zusätzlich so, die großen 10 sind halt auch die einzigen Fernwanderwege, die eben ein 0 dabei haben, ne? Wenn ich dann irgendwo 04 stehe habe, weiß ich, dass das auch einer von den großen 10 ist, in dem Fall halt eben der Voralpenweg, ne? Auf der Kirche, wo wir jetzt gerade vorbeigerannt sind, da haben sie es vernünftiger gemacht. Da steht tatsächlich 4044. Vielleicht kann man das irgendwann einmal züchten. Bäume, die was die Markierungsfarben von selber ausbilden. Hm? Cholera-Kapelle in 30 Minuten. Hoher Lindkugel über Jägerhaus. Mhm. Na gut, ein Efeu. Der aber erst da ganz oben in Betrieb kommt. Ja.
Ah, Efeu ist ja eine hübsche Pflanze, ja. Aber ich muss ihn jetzt auch nicht überhand nehmend haben. Nein, das schneiden wir immer wieder. Danke. Also wenn sich Leute über meinen gepflegten Garten wundern, der ist nicht selbst gepflegt, der ist von Bello gepflegt. Genau, wow, kann man da sagen. Strandbad, Weilburgstraße, Hoher Lindkogel über Jägerhaus. Strandbad? Strandbad, wir sind am Strandbad vorbeigerannt, das ist dir gar nicht aufgefallen. Nein. Ja, mir auch nicht. Aber ich habe mir bei unserem Strandbad in Krems auch schon immer gefragt, warum das eigentlich ein Strandbad ist. Ich habe dort noch nie einen Strand gesehen. Was da so verdächtig nach Haus ausschaut, das ist da das Jägerhaus. Da war einmal das Jägerhaus da drüben. Gehen wir jetzt hinauf zum Lindkogel, aber nicht für uns. So, ja, Forststraßen hat schon heißt es mal wieder, gell? Nicht auf den Asphalt zum Glück. Soos und Kurpark Bad Vöslau in 5,5 Kilometer rot. Impressionsstaubsauger. Leider sagt er nur landschaftliche Impressionen. Keine YouTube-Impressionen. Aber man merkt, gell, dieser Weg ist nicht so populär wie der Wasserleitungsweg, weil da sind gestern um die Zeit schon wesentlich mehr Leute entgegengekommen. Ja. Heute da noch kein einziger praktisch. War aber nicht schlimm, oder? Der Besuch bis jetzt. Nein, kann man verkraften. Aha. Gute 5 Kilometer Waldweg, zwei Leute begegnen, ist nicht so schlecht. Ne? So nix baden. Soos. Das ist ganz typisch, dass der so grün ist unten, der Wald. So ein Kiefernbestand, das ist immer das Gleiche. Die machen nie dicht, wenn du schaust, ne? Die Kronen nach oben. Ja, ja. Sehr, sehr licht. Ne? Na, da haben sie ja gut markiert. Hm? Und plötzlich ist es auch so, dass 100.000 Banker und Rastmöglichkeiten sind, gell? Ja. Ja, Beethoven-Wanderweg. So da. 40. Weinort Soos. Das hätte man gar nicht gedacht, dass das ein Weinort ist. Hm? Ja, das muss man ja sagen, ja. Beethoven-Wanderweg ist sehr unterschiedlich in der Markierungsfreudigkeit. Und dass er so viele Varianten hat, tut er natürlich alles wirklich gut. Man kann ihn als Rundwanderweg begehen und dann hat er irgendwie so 67 oder 66 Kilometer oder so. Und eigentlich ist es total schwierig, sich da überhaupt einmal in dem Gewirr der Varianten zurechtzufinden. Weil es heißt nämlich überall Beethoven-Wanderweg und genau. Überall 40. Ja, keinen Bock mehr zum Wandern, dann liegt es möglicherweise daran, dass er da festgenagelt worden ist, der Bock. Das sind auch ganz hochmotivierte Markierungen, schau. Ja. Auf der einen steht sogar 40 drauf. Schau, da oben hast du auch Eschen. Und die Eschen da schauen aus irgendeinem Grund gesünder aus als sonst. Da hast du auch die dran. Die sind sogar reifer, siehst du das? Noch nicht voll reif, aber schon reifer. In Österreich wird die Kornelkirsche zwar zum Teil wirtschaftlich genutzt und man kann die Marmelade wirklich kaufen und den Schnaps. Aber ich glaube, da im Wald, das tut sich keiner an. Schau, Wegweiser Infrastruktur. 40. Zeigt nach rechts. Waldandacht in 1,5 Kilometer und Kurpark Bad Vöslau in 3,0 Kilometer. Also, das ist jetzt der Beweis, der Bello kann auch ohne Stöcke. Ja, wer vorhin angesichts des Asphalts schon frohlockt hat, dass es nur mehr bergab gehen wird, der hat sich da getäuscht.
da geht es durchaus noch ein Steigerl dahin. Ist aber ein schönes Steigerl, gell? Da ganz kurz rauf und gleich wieder um. Ja, überall diese ganz typischen, sehr lichten Schwarzkiefernwälder, gell? Aber das wäre da auch ziemlich nahe der natürlichen Vegetation, weil das doch sehr trockene Standorte sind. Schau, 40. Das darf doch mein Vater sein. Das geht eh da rum. Geht's noch hinauf, schau. Ich bin schon gewinnt. Da sieht man noch ein bisschen hinauf geht, ja. Gell? Ob der Beethoven mit seiner Vermarktung als Wanderwegs namens Pate so glücklich gewesen war, hä? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Beach. Sensationell. 25, na gut, wunderbar. Ja, 25 Kilometer sind geschafft in Bad Vöslau bei der Waldandacht. Die werden wir dann gleich dokumentieren. Jetzt packen wir da wieder weg und das sind da jede Menge Leute. Ja, jede Menge Wegweiser. Schau, unter anderem auch ein historisches Schild, der Beethoven-Wanderweg. Warum heißt die Waldandacht Waldandacht? Deswegen, da kann man tatsächlich gedenken. Wir gedenken jetzt in Richtung Bahnhof zu gehen, gell, und uns dann in Berchtesdorf noch Eis zu genehmigen, als kleinen Epilog zu unserer Wanderung. Ja, strengstens verboten. So, da jetzt Achtung, schau, da ist ein Pfeil auf dem Baum, 40, ja, nach links und jetzt nach rechts. Ja. Tatsächlich? Okay. So, ja, also eine Premiere ist uns auch noch nie passiert. Wir sind erkannt worden. Aber Gott sei Dank haben wir uns ja keines Verbrechens schuldig gemacht, sondern wir sind erkannt worden, weil wir YouTube-Videos machen. Ja, was? Eine nette Begegnung. Liebe Grüße an die Dame, zunächst noch unbekannterweise, aber sie hat versprochen, sie wird bei mir einmal kommentieren, dass sie das auch weiß. Und dann, ja, dann könnt ihr ja gerade sagen, wer das war. Aber das wird ja vielleicht möglicherweise gar nicht recht sein. Ja, da in Bad Vöslau haben wir jetzt viel Straßenhatscher, beziehungsweise Gehsteighatscher. Bleibt im Gedächtnis, gell? Nicht enden wollen. Ein 40er-Schild. Das weist uns jetzt da hinein. Cool, oder? Witzig geht jetzt nämlich immer noch dahin auf weiter, schau, die ganzen Rauchfahrer fahren. Dann werden wir da jetzt den 40er verlassen und werden da in Richtung Bahnhof gehen. Bin ich damals mit Asrael auch hinuntergegangen. Nun darf ich auch. Nein, da darf ich sonst auch. Das ist das Vivea Gesundheitshotel. Herzlich willkommen bist du außerdem. Vor allem jetzt war natürlich dein Geld herzlich willkommen. Ne? Bad Vöslau ist nicht umsonst ein Bad, schau. Thermalbad. Bei dieser Ampel und bei diesem Knick da vorne sieht man da schon zum Bahnhof hin. Noch vor Mittag. Nicht schlecht, gell? Ja, Bad Vöslau ist gar nicht so bad. Gibt immerhin einen Bahnanschluss für uns. Na, sehr gut. Bello, wir haben kein 28-Kilometer-Schild, das ist sehr schade. Wir haben aber 28 Kilometer auf der Uhr, zeigen wir her. Aber die 30 machen wir noch voll, da haben wir uns einen besonderen Epilog einfallen lassen. Ja, die Pension sind wir aus mir absetzen. Sehr verantwortungsbewusst, aber wir sind jetzt außerhalb des geschlossenen Bahnhofsbereichs. Nämlich in Berchtesdorf. Und jetzt kommt unser Epilog, damit wir noch auf 30 Kilometer kommen insgesamt. Und es geht auf ein Eis. Ja, dann nehmen wir euch auch noch einfach mit. Das gehört zwar nicht zum Beethoven-Wanderweg, jetzt macht aber nichts.
Ja, da geht's zu einem Jahrmarkt, weil es ist im Prinzip ein Jahrmarkt. Es ist nämlich die 500-Jahr-Feier vom Berchtesdorfer Wehrturm. Deswegen ist das ein Murztrum-Zirkus. Und wir haben uns unser Eis verdient nach fast genau 30 Kilometern. Die kommen gleich, gell, die 30 Kilometer. Gut. Ja, 30 Kilometer sind geschafft. Jetzt geht's für uns nur nach Hause, da werden es 31 Kilometer sein, aber da haben wir dann endgültig nichts mehr zum Herzeigen. Gut. Also Bella, wie viel ist denn worden? 31,34. Sehr gut, sensationell. Also Bella, du schaust so geschafft aus. Das liegt wohl daran, dass wir jetzt mehr als die 30 Kilometer geschafft haben, an zwei Tagen allerdings. Ja. Nämlich 31,34. Ja. Ja, wir melden uns, was jetzt ein letztes Mal aus dem Fliederwald. Den Beethoven-Rundwanderweg, den werden wir natürlich fortsetzen, aber im Rahmen von Wir am Weg ist aus. Und damit heißt es nicht mehr, ich bin flott dabei. Und ich bin Bello. Ja, und vielleicht sieht man sich mal bei einer anderen Tour. Das war schon mühsam. Ja, da rennst du ja als wir. Hast du irgendwas gestohlen im Boden? Aber ich bin wieder ein paar mit Markierungen gekommen. Muss nicht traurig sein, Bello.